Yo, Leute! Und das ist von KuchenTV geklaut und willkommen zurück zu einem neuen Part. Super Mario Flash 3. Wir hatten ja erst heute das Thema Klauen, ne? So, Let's Plays klauen, Sprüche klauen, irgendwie sowas. Und das musste jetzt einfach mal sein. Und ja, heute ein neues Level von Tessa Klug. Oh, Custom Musik. Und das ist aus Super Mario 64. Und Super Mario 64 Musik ist super. Und hier sind noch auch Sachen aus Donkey Kong Country. Habe ich nie gespielt. Vielleicht Let's Plays mal irgendwann, aber ein Donkey Kong ist auch für 2017 geplant. Wenn ihr wissen wollt, welches, guckt einfach mal in der Google Plus-Tabelle, die auf meinem Banner da verlinkt ist. Oh, die Musik ist schön. Super Mario 64, einmal Let's Play. Das zweite Let's Play läuft schon bereits, ist reloaded. Super Luigi 64 ist momentan pausiert. Geht aber demnächst weiter. Hab da schon was gefunden, wenn ich es weiter machen kann. Ist ein wunderschönes Spiel. Auf jeden Fall würdig, auch zweimal gespielt zu werden. Und einmal mit einer Mod. Oh, fuck, Alter. So. Hier ist so ein Schiffswrack, oder wie? So. Hier gibt's immer noch nichts zu sehen. Oh Gott, hier ist zu. Es gibt nichts zu sehen. Es gibt immer noch nichts zu sehen. Es wird nie was zu sehen geben. Und wer die Anspielung verstanden hat, kannst du in die Kommentare schreiben, was ich eventuell damit gemeint habe. Oder auf was ich angespielt habe. So, hier sind so viele Münzen, dass ich schon ein One-Up bekommen habe. Sehr schön. Oh, der Level, der gefällt mir. Also, der ist jetzt schon über 95% auf jeden Fall. Fuck. Fuck, jetzt habe ich mir eine Todesfalle gebaut. Ja. Oh, aber den Level spiele ich doch gerne nochmal. Den Level, den spiele ich doch gerne nochmal. Der ist sehr, sehr schön. Ja, der ist sehr, sehr gut. Der letzte von Tessa Klug war ja auch so auf mehreren Ebenen aufgebaut. Und hier war auch so viel. Und hier ist es genauso. Aber ein Unterwasserlevel fand ich immer schwer aufzubauen für mich selbst. Und der ist einfach richtig gut geworden. Also der ist jetzt schon richtig gut geworden. So, okay. Das scheint so ein überschwemmtes Schiffsteil irgendwie zu sein. Weil diesen Level, den könnte man auch locker, ja, locker auch ohne Wasser spielen hier. Ne? Den könnte man auch locker ohne Wasser spielen. Ja, das würde wahrscheinlich funktionieren. Also, es ist irgend so ein geflutetes Schiffswrack. Keine Ahnung. So, ey, aktivier das. Da ist auch nichts. Aber hier sind ja richtig viele Münzen, Alter. So eine Goldgrube oder wie? Weißt du, so. So ein Schiff. Versunkenes Schiff mit viel Gold irgendwie. So kommt das für mich irgendwie rüber. So, und jetzt sieht's nach einer Eishöhle aus, wo man Arktos fangen kann, oder wie? Nee, Spaß. So. Ah, hier ist schon das Ziel. Boah, riesiger Level. Boah, wieder verbuggt. Aber das ist irgendwie in jedem Part so, ist langsam Standard, dass es da am Anfang einfach verbuggt ist. Ganz ehrlich, 98%. Da war kein Fehler drin. Da war. Wenn man ihn vielleicht länger gebaut hätte, hätte ich 99, gar 100% gegeben. Also der war schon richtig gut, der Level. Der war schon richtig gut. Der war schon richtig gut. 98%, das ist, glaube ich, eine Bewertung, mit der man leben kann. Der Level, der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Wirklich, da war null Fehler. Das Einzige, wo ich gesagt hätte, 99 oder 100% wären es geworden, wenn der Level einfach länger gewesen wäre. Auch von der Schwierigkeit war voll okay. War super aufgebaut. Hat mir einfach richtig gut gefallen, der Level. Danke fürs Einsenden des Levels und danke fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.